Von der Papierform her sind Sie der Favorit. Baldhof ist Drittligaverein. Trotzdem, wie gefährlich ist dieses Spiel für Sie? Ja, das ist immer so. Erste Pokalrunde bist du natürlich als Bundesligist immer Favorit, weil du halt gegen Mannschaften aus unteren Ligen spielst. Und ja, aber ich kenne natürlich jetzt so die Geschichte auch. Ich habe immer fälschlicherweise gesagt Derby, aber ist halt ist keins. Aber natürlich aufgrund der Fanfreundschaften ein besonderes Spiel. Ist jetzt räumlich nicht weit weg. Und auch die Tatsache, ja, vor 2 Jahren, und da waren ja auch einige Spieler noch mit dabei, also die wissen, dass uns dort ein heißes Pflaster erwarten wird. Ja, auch sehr, sehr schön, dass, ich glaube, 12.000 Zuseher dürfen kommen, dass Zuseher da sein werden, auch 1.200 Eintracht-Fans, die uns unterstützen werden. Und deswegen, ja, wir sind hier gewarnt. Wir wissen, ja, dass wir das mit 100% Seriosität angehen müssen und auch angehen werden. Und ja, wir haben uns darauf vorbereitet, um jetzt fit zu sein, und deswegen haben wir dieses Spiel sehr, sehr ernst genommen. Wir haben den Gegner, hatten jetzt den Vorteil, dass sie schon 2 Pflichtspiele hatten, die wir jetzt auch analysieren konnten. Also wir haben uns so vorbereitet wie auf jedes Bundesligaspiel, auf jedes internationale Spiel auch, und deswegen gibt es von unserer Seite hier allergrößten Respekt. Ich denke, Mannheim ist nicht so in der Saison gestartet, wie sie sich das vorgestellt haben, aber ja, im Pokal, sie haben jetzt mit Schnatterer einen sehr, sehr erfahrenen Spieler dazu bekommen, der ja auch gezeigt hat, über viele Jahre in der zweiten Bundesliga, dass er Tore schießen kann, dass er mit seinen Standards sehr, sehr gut Tore vorbereiten kann. Also hier sind wir gewarnt, wir kennen die Mannschaft, denke ich, sehr gut. Und trotzdem liegt es am Ende des Tages an uns, ja, eine hochkonzentrierte Leistung abzuliefern und dann als Sieger nach Hause zu fahren. Sie haben vorhin von einem heißen Pflaster gesprochen in Mannheim. Erfordert das eine besondere taktische Ausrichtung? Nein, natürlich analysieren wir den Gegner, welche Stärken hat er, wo gibt es Räume für uns, wo müssen wir speziell auch aufpassen. Aber dann werden wir das immer in Nuancen in unser Spiel versuchen zu integrieren. Also wir werden nicht jetzt unser Spiel auf Mannheim völlig umdrehen, um dann 6 Tage später in Dortmund wieder völlig anders zu spielen, weil ich einfach denke, dass es nicht möglich ist. Wir haben eine Idee, die wir ja nach und nach verbessern, verfeinern wollen. Und die wollen wir dann immer wieder um Nuancen auf den Gegner abstimmen. Ja, vielleicht gibt uns der Gegner mal mehr Räume aus, und dann wollen wir vielleicht im Zuge unserer Idee etwas mehr über außen kommen. Vielleicht gibt es mehr Platz in der Mitte, vielleicht gibt es eine Mannschaft, die sich sehr weit zurückzieht. Ja, wie müssen wir dann abgesichert sein, wie kommen wir dann in torgefährliche Räume? Das sind aber alles zu 90% ist das Wichtigste unser eigenes Spiel. Wie können wir das dem Gegner auch aufdrücken, aber wie gesagt, welche Räume gibt es, worauf müssen wir besonders achten? Und so haben wir uns auch vorbereitet auf Mannheim, und so ist auch die Mannschaft dann eingestellt. Ja, Herr Glasner, Sie haben so schön ausgeführt, Leistung und Ehrgeiz, das sind so 2 ganz wichtige Sachen, um den Erfolg zu haben. Dazwischen gibt es ja auch immer noch das Ding zwischen den Ohren, den Kopf und manchmal eben auch das, was man Aberglauben nennt, im Fußball ja auch ein großes Thema. Inwieweit ist das bei Ihnen denn, wenn Sie am Sonntag das erste Mal aufs Spielfeld gehen? Haben Sie bestimmt einen Strumpf, den Sie anziehen, oder haben Sie ein bestimmtes Hemd, das Sie nehmen, oder steigen Sie aus dem Bett mit dem rechten oder linken Fuß? Was ist bei Ihnen? Eigentlich bei mir, was ich anziehe, entscheidet der Wetterbericht. Also ich schaue morgen mal, wie das Wetter Sonntagnachmittag in Mannheim sein wird. Und danach entscheidet es, was ich dann anziehe. Nein, sonst bin ich hier eigentlich nicht wirklich abergläubisch, das Einzige. Aber das ist, dass ich mich immer am Spieltag rasiere. Aber es ist dem geschuldet, dass mein Bart ziemlich grau schon wird. Das möchte ich euch nicht antun. Also stand jetzt Sonntagnachmittag rasiert und mit Regenjacke in Mannheim? Nee, 22 Grad und Sonnenschein. Echt? Sehr gut. Ja. Hätte ich nichts, ja, wir fahren ja morgen dagegen, schon hin, ich muss ja morgen packen.